So, geht los. Ihr seid drin, alles klar, dann bis gleich. So, damit herzlich willkommen zum nächsten Match aus unserer Qualifikationsliga der Sir Monkey gegen Mr. G. Hier auf der Map Bridge Head mit der berühmten Cutter Bridge. Wer schon länger dabei ist, kennt die. So, Tabelle können wir uns sparen in der Qualifikationsliga, weil die keine Relevanz hat. Ich habe auch gesehen, bei den beiden ist noch kein Spiel eingetragen. Deswegen können wir da auch noch keinen Blick drauf werfen. Wir gehen direkt ins Spiel rein. Sir Monkey, hier unten links mit den Sowjets und hier oben Mr. G mit den Alliierten. Und wir werfen einen Blick rüber. Wir haben 10 Minuten Cooldown, wo die beiden sich nicht aktiv angreifen dürfen. Nur Passivfeuer ist erlaubt. Bis auf den Sammler. Und wir können mal hier einmal über die Map schwenken. Richard, eine sehr, sehr schöne Map, sehr, sehr taktisch, vielseitig. Wer am Sonntag mit dabei war, der hat es gesehen, dass ich sogar wieder auf der gerade gespielt habe. Habe mich in einer Team-Challenge gegen den Alucard gestellt. Und wer es nicht gesehen hat, der kann das Ergebnis demnächst auf YouTube sehen. So, viele verteilte Erzfelder auf jeden Fall, ein paar Klippen mit dabei, sehr schön. Hier der unzerstörbare Übergang und einmal der zerstörbare Übergang mit hier den beiden Ecken, wo die überquert werden können, hier an den Seiten. Ihr seht es hier. Da auch die Möglichkeit rüber zu kommen. Nee, Jamie, brauche ich gar nicht. Ich kann sie mal die Q-Liga, ich kann sie mal einblenden. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Weil die Q-Liga-Spiele laufen noch, da wird auch nicht so schnell eingetragen. Es scheint auch noch nicht so viel passiert im Vordergrund, also richtige Q-Liga-Spiele, die läuft auch nur nebenbei. Also die Tabelle ist da wirklich nicht relevant. Wir tragen es ein, wenn da wirklich Spiele per Ticket gemeldet werden, Ergebnisse. Aber ansonsten ist da einfach nicht groß was, groß Bewegung drin, ist auch ganz normal. So, hier vorsichtig. Hier findet Passivfeuer statt. Ist auch okay während der Erkundung. Vorsichtig aber auf den Sammler, der muss geschützt bleiben, auch im Cooldown, sonst hagelt es gelbe Karten. Hier haben wir schon Spione beim Mr. G. Sehr früh. Auch das hier Passivfeuer, alles gut. Ja, aber auf sie aufpassen. Also wenn ihr erkunden geht, unheimlich aufpassen, dass ihr euch da keine gelben Karten einfangt. Gerade so ein Panzer auch im Erzfeld. Ist immer kritisch. Oh, hier ist er an der Kiste direkt vorbeigelaufen, der Mr. G. Geht hier gerade massiv auf Spione. Wir gucken mal in den Aufbau gerade so rein. Hier geht es ganz klassisch Richtung einem zweiten MBF, aber ein Radar dazwischen gebaut. Und hier bei Mr. G erstmal Richtung, ja, hier auch wahrscheinlich Richtung zweiten MBF. Beide sehr aktiv mit Erkundung, finde ich sehr gut. Erkundung ist ultra wichtig, sowieso als Sowjet. Mega wichtig, aber auch gerade in der Cooldown-Phase, auch als Alliierter, damit ihr seht, was euer Gegner gerade macht, wohin er expandiert. Das entscheidet ja auch vielleicht eure Entscheidung. So, Mr. G schon kratzt hier schon bis ab Geldlimit. Sir Monkey noch gut im Futter. Ist jetzt hier von seinen beiden Erzfeldern, muss aber auch gucken, dass er natürlich gleich irgendwann expandiert, um die Ressourcen dauerhaft zu sichern. Werkstatt ist da sehr schön. Da wird hier gleich wahrscheinlich wohl ein MBF kommen. Ach, sorry, ich muss mal kurz niesen. So, hi. Ui, das hat gekribbelt. So, viel Einheitenbewegung. Sehr, sehr viel Einheitenbewegung, was ich erstmal positiv finde. Dankeschön, Grumpel. Mr. G auf jeden Fall aktiver. So, Spione in die gegnerische Base schicken. Während des Cooldowns. Gefährlich. Für beide Seiten.
Auf jeden Fall noch nicht ins Radar oder in irgendwelche Gebäude reinschicken. Das wird als aktiver Angriff gezählt. Also wirklich nur, um aufzudecken. Doch wenn der Sammler hier drüber fährt, ist nicht schlimm. Hier wird auch erkundet an der Seite. Sir Monkey deckt hier mal hinten die rechte Seite ein bisschen auf. Alles nicht verkehrt. So. Ressourcen, Money Management. Mr. G konzentriert sich da gerade sehr stark drauf. Aber ich habe noch keine Werkstatt gesehen bei ihm. Ich sehe auch keine Einheiten aus einem Verkauf. Also er legt seinen Fokus gerade ganz woanders hin. So, hier kommt der nächste MBF raus von Sir Monkey. Das heißt, Expansion jetzt bei den Sowjets. Sehr breit gefächert aufgebaut. Alles gut soweit. Jetzt kommt die Werkstatt. Nach ungefähr etwas über 5,5 Minuten. So, erste Base-Verteidigung wird gebaut. Silos an der Seite finde ich sehr gut. Sporadisch mal ein, zwei Silos bauen ist nie verkehrt. Um auch mal eine Spitze aufzufangen. Wenn das Geld gut reinkommt. Auch ohne Gems. Spion ist gerade vom Radar verschwunden. Frage, wo? Ich habe es nicht gesehen. Wenn man hier reingeschickt hat in irgendwelche Gebäude, ist das ein aktiver Angriff und wird mit Geld bewertet. Und die beiden kriegen in ihre Radarstation. Jo. Dann ist das eine gelbe Karte. Und das würde bedeuten, Punktabzug in der Liga nicht erlaubt. Jo. Frage ist, wusste er es oder wusste er es nicht? Ich würde vielleicht mal behaupten, er wusste es nicht, dass das gewertet wird. Da die Prüfer dieses Spiel, ja, gut eintragen werden sie es nicht, weil es geht nicht, weil der eine ja in der vierten Liga ist. Er ist ja nicht mehr in der Qualifikationsliga, aber sie kriegen auf jeden Fall ein Feedback. Ja, rein theoretisch können sie jetzt hier missbauen, wie sie wollen. Das hat keinen negativen Effekt, aber natürlich müssen sie sich das angewöhnen, solche Aktionen nicht zu machen. Sonst werden sie da in der Liga in der Season 6 gnadenlos untergehen in Minuspunkten. Ja, zwei gelbe ist eine rot. Das ist im Fußball so, aber nicht bei uns. So, hier auch nächster MBF von Mr. G. Schöne Position hier am Übergang. Kann sich den unteren Teil der Insel sichern. Notfalls hier die Brücke zerstören, falls ihnen hier was droht. Aber solange nichts droht, kann er die wirklich als schnellen Übergang benutzen. Mr. G baut sich hier unten auf. Schön, immer konsequent mit Verteidigung, finde ich super. Gerade wenn so ein Tanja Move droht, den wehrt man damit ganz klar ab. So, Mr. G mit Schattengeneratoren. Sehr schön. Tech-Zentrum steht auf. Einheiten Forwarding, hier auch Tech-Zentrum, hier auch Schattengenerator gesetzt. Auf jeden Fall schön gemacht. Jetzt die Frage, wie Sir Monkey hier die Sowjets ausspielen wird. Ökotechnisch stehen sie gut da. Alles gut. Einheitenproduktion läuft. Oh, auch ganz früh Tesla Panzer. Sehen wir gar nicht so häufig. Tesla Trooper. Also zieht hier schön breiten Fächer auch mit den Einheiten, die er hat, zur Verfügung. Das sind auch alle Starteinheiten, die hatte ich gebaut. Geht jetzt hier auf mittlere Panzer, der Mr. G. Oh, Diebe. Auch sehr nett. Aber beim Sir Monkey ist momentan selber nicht viel zu holen. Die müssen natürlich erstmal hier durchkommen. Werden eingeladen in die BMT. Knappe Minute noch. BMT macht sie auf den Weg. Ja, aber wie gesagt, beim Sir Monkey klauen kann er da ja nicht gerade viel. Erkundungsflieger kommt.
Also da auf jeden Fall das Flugfeld gesetzt. Hat er unten hingebaut. Finde ich sehr schön. Schön versteckt auch. Schön weit weg. Nicht in der Mainbase solche Gebäude gesetzt. Oder nicht alle wichtigen Gebäude in der Mainbase. Unten steht ein Bau vom Sir Monkey rum. Macht den Rider Tours. So, und da werden die Diebe ausgeladen. Jo, aber die kommen nicht durch und zu holen war eh nichts. Aber so ein schöner Move. Finde ich schön, wenn die Spieler hier die Vielfalt von Command & Conquer auch ausnutzen. Ja, Expansionen müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Der Bau, der steht hier unbenutzt. Das ist nicht gut. Macht ihr den Rider Tours. Sollte er nutzen, um hier vielleicht noch was hinzusetzen. Oder vielleicht so rechts unten einzunehmen. Aber da ist Mr. G schon. Momentan aber auch untätig. Nee, ich revidiere. Ihr habt übrigens keine Blitze gesehen. Das liegt daran, dass hier eine Karte noch vor Einführung der Blitze gab. Man P, Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ja, alles sehr ruhig gerade bei den beiden. Bauen sich erstmal auf, ziehen erstmal Einheiten zusammen. Respekt voreinander. Wir werfen ja vor allem einen Blick auf Sir Monkey, der in der Quali-Liga ist. Ist auch noch gerade sehr verhalten. Bin mal gespannt, was er sich überlegt. Hier kommt schon wieder Spione. Ich muss diese Musik mal ändern. Die ist ja furchtbar. So. Das System Gumbelpanda ist eigentlich ganz einfach. Pro Verstoß gibt es eine gelbe Karte. Und eine gelbe Karte bedeutet ein Punkt Minus. Und eine Grenze an Minuspunkten ist nicht gesetzt. Ich glaube, der Rekord liegt bei 9 in einem Spiel. Oder 7. 7 oder 9. Ein Sammler zum Beispiel sind direkt 2 gelbe Karten. Den einmal auf gelb zu schießen, also wenn er raucht, ist eine gelbe Karte im Cooldown. Und ihn dann noch zu zerstören, ist auch direkt die zweite. Die rote Karte gab's mal. Ich sag mal so, das Schlimmste, was du jetzt hier noch machen kannst, um eine rote zu kassieren, zum Beispiel Streamsnipen. Wenn wir das mitkriegen, droht hier auch ein Ausschluss aus der Liga. Das könnte man gleich mit einer roten werten. So, hier unten kein Aufbau. Hier oben jetzt weiter links vorgezogen von Mr. G. Sichert sich hier Bauplatz für Bauplatz. Hier unten der MBF ist erstmal wieder aufgebaut wenigstens. Aber hier eine Expansion noch nicht. Oh, hier schön. Sir Monkey mit dem Drop. Könnte sich den Bauhof hier direkt holen. Der ist völlig unbewacht. Frage ist, macht das? Hat er es auf dem Schirm oder hat er die blind gesetzt? Gar kein Problem, Grumpel. Ich freue mich immer wieder, wenn Fragen kommen. Auch gerade die neuen Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, haut sie rein. Entweder ich oder die Mods erklären euch das gerne. Eine Bewegung hier auf der unteren Seite. Schade, der Drop ist schön. Noch hat er die Chance, den Bau aufzunehmen. Mr. G sollte mittlerweile Vollsicht haben. Also eigentlich sieht er die Schützen hier unten. Hat auch gerade hier einen Schattengenerator gebaut. Kraftwerk. Ja, warum greifen die beiden sie nicht an? Das ist eine gute Frage. Zu viel Respekt voreinander vielleicht. Sir Monkey ist ja aus unserer Qualifikationsliga gerade. Den können wir noch gar nicht einschätzen. Dafür machen wir solche Spiele auch.
Eigentlich wissen die beiden, dass der Cooldown 10 Minuten geht, wenn sie uns hier verfolgt haben. Aber wir können ja mal kurz fragen bei den beiden, ob sie es auf dem Schirm haben, weil die sind echt passiv. Hey, ihr beiden kurz. Ihr wisst aber, dass der Cooldown vorbei ist, ne? Nee, wussten wir nicht. Das fragen wir uns die ganze Zeit. Ihr spielt auch eine Map Bridget, die noch aus unserem alten Repertoire ist, wo es keine Blitze gab. Deswegen. Ja, alles klar. Legen wir los. Cooldown ist um, ihr dürft loslegen. Ja, alles klar. Ja, haben auf die Blitze gewartet, Fritzklotze. Hat sie recht. Also man sollte sich sowieso, wenn man ein Spiel nebenbei einen Timer laufen lassen, alleine wegen der Stunde, dass man weiß, wie viel Zeit noch vom Match übrig ist, bevor es vielleicht zu einem Unentschieden kommt. Jetzt können wir den beiden nochmal sagen, ja genau, das muss man machen. Und da sieht man ja auch, dass die 10 Minuten abgelaufen sind. Ja, wenn sie nervös sind, völlig okay. Ich kann mich noch gut an mein erstes Match erinnern. So, Sir Monkey macht hier die Brücke dicht. Möchte hier die ganze Panzerfront aufhalten. Die droht hier rüber zu fahren. Finde ich taktisch gar nicht schlecht. So, sollte aber hier weiter dran halten. Und jetzt geht's hier richtig los. Schade, er macht die Brücke nicht kaputt. Damit hat Mr. G jetzt hier die Chance überzusetzen. Die sollte er, wenn dann auch jetzt ergreifen, wenn er es möchte. Gott, zieht hier nur mit einzelnen Panzern rüber. Ja, die haben hier ein bisschen Pathfinding-Probleme, ihr seht's. Und deswegen kann aber auch Mr. G hier, das ist Sir Monkley nicht gerade aktiv gerade dabei. Das ist alles Passivfeuer momentan hier. Ist selber hier oben gerade beschäftigt, weil Mr. G auch oben links hier in die Offensive geht. Und durch. Jetzt Frage, zieht Mr. G jetzt durch? Oh, schön, die mit Hunden, die ganzen Spione aufhalten. So, und das wird natürlich für Sir Monkley jetzt hier gerade ganz gefährlich, weil die Panzermacht hat das Potenzial, hier wirklich viel rauszunehmen. Da läuft auch keine Produktion gerade. Wir sehen, das Geld steht. Es wird nicht gebaut, kein Gebäude, keine Einheit. Müsste immer einen Blick drauf werfen. So, die einen hier unten haben wie geplant den Bauhof rausgenommen. So, hier werden noch nachgezogen und hier ist jetzt Mr. G dabei in der Main Base von Sir Monkey durch richtig Stress zu machen. Frage ist, kann er das noch aufhalten? Baut immer noch nicht, hat seine Bauwarteschlange nicht im Blick. Ja, sieht ja auch gerade, dass es eng für ihn wird. Hier ist alles ruhig. Damit der Bauhof raus. Aber er hat noch. Hier unten ist noch einer. Oh, da ist aber auch die Panzer von Mr. G unterwegs. Also er will hier gleich einen vernichtenden Schlag setzen. Und hier den Sir Monkey vielleicht sogar schachmatt setzen. Weil wir haben noch einen Bauhof. Hier ist noch eine Waffenfabrik. Hier ist er nicht aktiv. Ja, ist hier beschäftigt. Und wütet hier gerade durch. Und jetzt geht er rein. So, und damit ist Sir Monkley gleich Schach gesetzt. Nur noch die Waffenfabrik, wo er jetzt noch einen Bauhof bauen könnte. Mr. G konzentriert sich hier auf die obere Seite, aber hier, ja. Mit was soll er das noch aufhalten? Ich denke, wir werden hier gleich zum Ende kommen. Hat hier da wirklich einen vernichtenden Erstschlag gesetzt, der Mr. G. Und Sir Monkey verkauft. Ja, wenn er schon ein bisschen Erfahrung hat, ne? Klar, vierte Liga hat er schon ein paar Matches gemacht. Ist vielleicht auch schon länger dabei, guckt auch schon länger zu. Das kann einen riesen Unterschied machen. Also wenn ich überlege, mein Einstufungsspiel, das war grauenvoll. Also
Ich war aufgeregt wie Sau und da waren da zwei oder drei Prüfer waren sogar mit mir in einem Match und haben mich da spielen lassen und auch da nett kritisiert, und also konstruktive Kritik. Und dann bin ich eingestuft worden in die unterste Liga und habe mich da aber auch, meine Spielweise hat sich da ganz schnell verändert, nachdem ich da zugesehen habe, gelernt habe, was Aufbauweise, Baureihenfolgen angeht, Expansion, und dann entwickelt sich so ein Spiel auch mal ganz schnell. Wir haben ja jetzt gerade so ein paar Beispiele in den Ligen. In der vierten haben wir ein Beispiel, in der dritten Liga haben wir ein Beispiel, auch in der zweiten Liga ein. Der ist direkt in die zweite eingestuft worden, aber hat Potenzial für die erste. Derby, ich habe Sonntag noch gespielt. Hast du gesehen? Gegen Alu. Jetzt nicht mehr auf Liga-Basis, aber... Ja, und Silent, der Streber, hat sein Einstufungsmatch sogar gewonnen. Sehr gut. Doch, sag mal gegen wen. Das will ich jetzt wissen, Silent. Sag mal gegen wen, bitte. So, die letzten Einheiten von Sir Monkey hier und dann ist das Match gleich durch. Da noch eine und hier unten noch ein Rocket. So, Match abgeschlossen. Das war's. Wir werfen einen Blick in die Statistik rein. Wie sieht es da aus? Die Map Hoheit sieht man hier ganz deutlich natürlich auf den Ressourcen. Schamanki noch gut was weggehalten, aber